Hallo und herzlich willkommen E-Speed Mobil in Alanya. Ich bin der Shahin, mein Sohn Khan, ja, hinter der Kamera steht und macht auch gute Arbeit. Wir sind heute in Bektaş. Wir werden euch gleich eine sehr schöne Villa zeigen. Ja, sehr schöne Aussicht. Von hier bis zum Start braucht ihr ungefähr 4 bis 5 Minuten übrigens. Ja, wir sind nicht weit oben am Bektaş, sondern weiter unten. Ja, es ist ein Privatverkauf. Was haben wir nochmal für einen Preis, Khan? 280.000 Euro für eine 2+1 Villa mit eigenem Pool. Also wir gehen jetzt gleich mal runter und zeigen direkt vom Eingangsbereich. Bis gleich. Das hier ist der Eingang zu unserem Grundstück. Bitte mir nach. Das ist unser privates Pool. Ja, das gehört zu dieser Villa. Niemand darf sonst hier reingehen. Wir haben hier auch noch einen Jacuzzi. Finde ich auch ganz toll. Vielleicht auch als Kinderbecken. Diese Villa wurde vor ungefähr vor 1,5, 2 Jahren komplett neu renoviert. Von unten bis nach ganz oben. Das sieht man auch anhand von den Fliesen. Ja. Wir haben hier auch ein Wasserdepot. Müsste ungefähr 400 bis 500 Liter sein. Ich zeige erstmal ein bisschen am Außenanlage. Unser Grundstück zieht sich bis da rüber. Außen auch schön mit dem Naturstein versehen. Hier. Ja. Jetzt gehen wir mal zu unserer Villa rein. Das hier ist unser Wohn- und Küchenbereich. Die Küche ist sehr groß. Auch hier neue Möbel drin. Auch die ganzen E-Geräte sind komplett neu. Ganz toll finde ich auch die Fliesen an der Wand hier. Hier haben wir ein Notfall-WC, das ist ein Gäste-WC. Warum ich das so nenne? Weil die Treppe, naja, ist ein bisschen tief. Wir gehen jetzt raus. Das hier ist unsere Terrasse. Ja, hier hat man ein bisschen noch mehr Blick zwischen den Bäumen, zwischen dem ganzen Gebüsch. So, wir gehen jetzt gleich nach oben. Wir haben aber noch Wohnzimmer noch nicht gezeigt. Wir gehen mal ins Wohnzimmer rein. Die Fliesen sind 1,20 auf 60 cm. Die Möbel sind ja noch ganz neu. Wir haben ja auch einen Fernseher und die Klimaanlage läuft gerade wie verrückt. Wir haben inzwischen hier knapp über 37 Grad und wir haben Anfang Juni heftig. Ich gebe auch mal die Eckdaten hier gleich mal durch. Wir haben ca. 130 Quadratmeter reine Wohnfläche. Unten haben wir unseren Wohnbereich und oben haben wir 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Sehr schöne Terrasse. Unsere Pool, private Pool, habt ihr auch gerade eben gesehen. Letztes Jahr, habe ich ja gesagt, vor 1,5 Jahren wurde es komplett neu renoviert. Oben haben wir nochmal eine große Terrasse, das musste ich euch auch noch zeigen. Da kann man natürlich was ganz Schönes machen, entweder einen Wintergarten oder gegebenenfalls auch ein weiteres Zimmer. Jetzt gehen wir mal gleich nach oben und dann zeige ich von oben dieses Schlafzimmer. Also bis gleich. Wir sind gleich auf der oberen Etage. Hier links haben wir gleich ein größeres Schlafzimmer mit einem Doppelbett, großes Schrank. Böden sind aus Laminat. Die Klimaanlage von Bosch läuft gerade wie verrückt. Ja, so schaut es hier aus. Von hier aus habt ihr auch einen sehr schönen Meerblick. Können wir auch kurz zeigen. Das haben sie auch gut gelöst. Die haben die Waschmaschine gleich hier stehen. Dann haben wir hier ein Badezimmer. Und das hier ist die zweite Schlafzimmer. Ja, ihr findet, der Schrank ist ein bisschen klein geraten für die Zimmer. Wir haben hier ebenfalls ein Doppelbett. Beko-Klimaanlage ist ein bisschen älter. Man könnte hier auch einen Fernseher aufstellen. Wir haben hier auch ein deutsches Fernseher. Jetzt gehen wir mal raus auf die Terrasse. Dann gebe ich nochmal die Eckdaten durch. Ja, liebe Zuschauer, was haben wir hier für ein Objekt? Es ist eine 2+1 Villa direkt im Bektaş. Wir haben eigenen privaten Pool. Wir haben untere Terrasse, sehr groß. Oben haben wir nochmal einen Balkon. Naja, das würde ich auch als Terrasse bezeichnen. Man könnte hier auch noch zusätzlich ein Zimmer draus machen. Da hätte man dann eine 3+1. Unten könnte man natürlich auch gleiche auch noch machen. Man könnte unten nochmal extra ein Zimmer draus machen. Was ihr draus macht, ist eure Sache, weil es eine Privatvilla ist. Sprich, ihr müsst auch noch nicht mal EIDAT zahlen. Die Eigentümer und Eigentümerinnen sind aus Deutschland, sind Deutsch-Türken, also ist es auch für die türkische Staatsbürgerschaft auch geeignet.
Sie bekommen hier auch problemlos IKA mit. Ja, 280.000 Euro, kann man sich nicht beklagen. Backtasch, absolut nobel Gegend. Und diese Villa wird schnell weggehen, das kann ich Ihnen zuversichern. Wer sich dafür interessiert, sollte sich auf jeden Fall bei mir melden und kurzfristig einen Termin vereinbaren. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.